Ja, willkommen zurück zu Venetica. In der letzten Folge sind wir endlich im Dorf angekommen und ja, haben ein paar Totenbeschwörer aus der Mine vertrieben und das werden wir jetzt weitermachen. Was ich noch zu sagen habe, ist, die Audio, die Musik habe ich jetzt doch einen kleinen Tick kleiner gestellt, und zwar von 40 auf 30%, weil es ist ein bisschen problematisch. Ich habe es reingehört und die normale Musik ist, naja, eigentlich ganz okay. Bloß das Problem ist, an ein paar Kämpfen war die Kampfmusik schon recht laut und da fand ich es schon schwierig, auf meine Stimme zu konzentrieren und deswegen habe ich jetzt noch einen kleinen Tick, also von 40 auf 30% gemacht. Das hat sich schon gar nicht so schlecht angehört. Das wird halt sein, dass die Musik halt an manchen Momenten vielleicht ein bisschen zu leise ist, aber ja, man sollte halt schon meine Stimme. Stimme, nicht Stimme, hören können. Also, ohne sich zu sehr fokussieren zu müssen. Wenn die Musik in voller Lautstärke hören wollt, könnt ihr euch ja das Spiel kaufen und sie so laut aufdrehen, wie ihr wollt. Also, ich meine, ich schaue ja auch ein paar Let's Plays und ich denke mal, ihr kennt wahrscheinlich den Let's Player Zynas-Fan. Ich meine, ich habe ja in Kooperation mit meinen Herr der Ringe, Yu-Gi-Oh! Karten da. Ja, hat er Bewertungsvideos gemacht und ich schaue auch einige seiner Let's Plays. Und ja, da finde ich die Musik halt schon teilweise ein bisschen sehr laut. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, in meinen Videos hier ist dann vielleicht die Musik ein bisschen zu leise. Gut, ist Geschmackssache. Und ich habe vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Egal, sagen wir, ich habe jetzt schon 2 Minuten gebraucht. Hoffe ich, denke ich. Und das sind die letzten beiden Totenbeschwörer. Halleluja! Ich muss nicht nochmal durch die ganze Mine gehen und sie suchen. Außer ich habe jetzt ein falsches Gedächtnis und da stand jetzt 3 und nicht 2. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Oh nee, 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 nee. Scarlet, Scarlet, das schaffst du. Dafür wirst du zahlen. Ja, okay. Der letzte, hurra! Und er macht mich mit 0 Leben fertig. Nein, ich sterbe. Nein, das gibt doch nicht. Nein, 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 nein. Dafür wirst du zahlen. Okay. Hier gibt's nichts. Nein, okay. Zurück zum Dorf. Gut, das heißt vermutlich, die Quest ist fertig. Oder gibt's, ist sie noch offen? Nein, die ist fertig. Das heißt, wir können zu dem Minenvorsteher gehen oder Minenarbeiter. Die Quest abgeben, die wir schon seit Urzeiten haben. Und dann endlich Scarlett neues Kleid nähen lassen. In der sie natürlich genauso effektiv sein wird wie gegen andere Gegner. Beziehungsweise sehr effektiv gegen Gegner, die magische Fähigkeiten einsetzen werden. Was jetzt durchaus gegen Ende des Spiels schon vorkommt, aber vielleicht doch nicht so häufig. Aber vor allem im Endkampf gegen Viktor, da, ja gut, da habe ich eigentlich immer mit der Jagdrüstung eigentlich gekämpft. Da braucht man die neue Rüstung eigentlich gar nicht. Ich meine, die Jagdrüstung hat 25% Schutz, also nicht wenig. Nur halb so viel wie die neue Rüstung, aber ja, man muss ja nicht immer volle Rüstung gegen nur einen Typ haben. Keine Bergarbeiter, kein Erz. Ich habe einige Arbeiter aufgetrieben. Oh, großartig. Nun können wir die Mine wieder eröffnen. Nimm diese kleine Belohnung für deine Mühen entgegen. Ja, danke für ein Kupfererz. Ich bin um die halbe Welt gereist, damit du hier wieder deine Mine betreiben kannst. Danke für ein Kupfererz. Nee, ernsthaft, der hätte schon ein bisschen mehr geben können. So 100 Gold, ich meine. Gut, das kann vielleicht schon viel sein. Oder hätten wir wenigstens eine Kette schenken können. Aber ein Kupfererz? Also ich meine, da kann ich kurz in die Mine gehen und das selber aufsammeln. Ich meine, klar, ich kann verstehen, seine Freunde, seine Kollegen sind damals bei dem Angriff der Assassinen gestorben. Er hat nicht viel Geld, aber trotzdem ein Kupfererz. Finde ich jetzt schon persönlich ein bisschen wenig.
Na gut, es war aber auch keine schwierige Quest. Und wir können da wieder reingehen und es werden immer noch keine Minenarbeiter sein. Und die, die wir in Venedig angeworben haben, hocken da bis zum Ende des Spiels. Also das hätte ich schon schön gefunden, wenn die Entwickler dann wirklich, ich weiß nicht, die Mine wieder in Betrieb genommen haben. Und wenn es auch nur optisch ist, so atmosphärisch halt. Na gut. Wir gehen zu der Tante von Scarlett und werden uns endlich das neue Kleid weben lassen. Endlich. Und dann geht's wieder nach Venedig, also den ganzen Weg zurück. Sag mir, wie geht es dir? Sicherlich gut. Du siehst so erwachsen aus. Ich brauche deine Hilfe bei einem Kleid. Du bist den ganzen Weg gekommen, um wegen eines Kleides zu fragen? Es ist ein ganz besonderes Kleid. Dieser Staub hier muss hineingewoben werden. Ich stelle keine weiteren Fragen. Komm morgen wieder, dann wird das Kleid fertig sein. Ah, Scarlett, dein Kleid ist fertig. Ich hoffe, du magst es. Ich habe das beste Tuch verwendet, das ich besitze. Jetzt geh und tu, was immer auch getan werden muss. Tatsächlich müssen wir auch das Kleid anziehen später. Also wir müssen, sonst kommen wir nicht in den Palast. Weil so sieht halt nun mal keine Adlige aus. Also gut, die Yuma-Prinzessin war schon eine Adlige, aber halt nicht für den Standard oder Stil von Venedig, würde ich mal behaupten. Aber wir können ja mal gleich das neue Kleid ausprobieren oder anziehen. Genau. 50 Schutz gegen Stumpf und 75 gegen Magie. Keine Rüstung hat einen Schutz, der höher als 50 ist, außer die hier. Das heißt, ja, also sieht schon ganz nett aus, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt gar nicht kennen würde, würde ich glatt behaupten, sie wäre eine Adlige. Also, das sagt doch schon einiges über das Kleid aus, weil, naja. So ein Kleid ist halt nicht für den normalen Bürger gedacht. Oder sieht jedenfalls nicht so aus wie das Kleid eines normalen Bürgers, beziehungsweise Bürgerin. Ich glaube nicht, dass Bürger, also männliche Bürger von Venedig ein Kleid tragen. Aber, naja. Wobei damals im Mittelalter, also jetzt im realen Mittelalter, gab es ja schon ein paar Adlige, die hatten, ja, ich meine, für die heutige Zeit würde man schon sagen, eher weibliche Kleidung an. Also, damals gab es natürlich eine andere Mode, einen anderen Stil, aber ich meine, damals war auch die Farbe rosa, pink, dem Adel vorgezogen. Vor allem männlichen Adligen. Das hat man jetzt heute eher nicht assoziieren mit, ja, mit dem Geschlecht des Manns. Das, also, wobei es hat sich jetzt auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen geändert. Ich meine, vor 30, 40 Jahren hat man die Farbe der pink oder rosa eher, ja, einer Frau zugeordnet, also einem weiblichen Geschlecht. Heute, ja gut, heute ist es noch, sagen wir mal, geschlechtsneutral. Heute kann sowohl ein Mann als auch eine Frau pink tragen. Wobei ich das eher selten gesehen habe, dass, also auf der Straße, dass ein Mann oder ein Mann rosa oder pink getragen hat. Aber naja, jedem das eine. Jedem, wie es ihm gefällt. Genau, und eine Gildenquest braucht man gar nicht erst erfragen. Da gibt's da gibt's schon eine, aber nicht im Sinne von, also ich will nicht zu viel spoilern. Oder überhaupt nicht spoilern. Also nicht von der Gilde selber. Aber man kann schon als Gildenquest bezeichnen. Genau, und ja, hier war ja nochmal der Tod von Don Onesso, der tragische Tod. Die Armen. Naja. Wenigstens könnt ihr jetzt im Tod Scarlett begleiten und helfen gegen den Kampf von Victor, genau. Wobei, wenn wir schon im äußeren Bezirk sind, die Musik ist ein bisschen leiser, oder? Naja, ich habe sie auf 30% gestellt, also 10% weniger. Naja, was soll eigentlich jetzt? Ja, das finde ich auch bei dem Spiel so doof. Die Musik ist manchmal nicht von der Lautstärke einheitlich. Manchmal zu laut, zu leise. Und wenn man jetzt da, sagen wir mal, jetzt nicht eine Stunde lang hier an dem Video dann mit einem speziellen Programm arbeitet, um bestimmte Töne lauter und leiser zu machen, dann ist es halt, ja, fürs Aufnehmen ein bisschen schwierig, das einheitlich festzulegen.
Genau, aber wenn wir schon mal hier sind, kann man ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel Schmuck und alles, auch wenn wir genug Geld haben. Ich meine, Scarlett muss ja nicht so viel rumtragen. Da wollen wir sie halt schon ihren Rücken quasi davon erleichtern. Ich glaube, das ist das falsche Wort. Egal. Befreien. Befreien klingt besser. Genau. Lampen können wir auch ein paar verkaufen. Dran. Haben wir Dran? Ja. Ich glaube, das war eigentlich alles für den Händler, oder? Ja. Was kann ich für dich? Zeig mir dein... Genau, dann verkaufen wir noch die... Oh, das gibt viel Geld. Die Hauer. Genau, die Felle. Was kann man noch verkaufen? Eigentlich nicht das alles kann man, ja gut, das brauchen wir noch vielleicht. Ah, Leder, genau. Kupfererz können... Moment mal, wo kommen auf einmal die 200 Kupfererz her? Oh mein Gott, ich glaube, der Bergarbeiter hat uns wirklich 100 oder 200 Kupfererz gegeben. Ja, nee, dann tut es mir leid. Weil da stand nur Kupfererz gegeben, aber nicht die Menge. Ja gut, ich meine, dann entschuldige ich mich. Dann hat er uns wirklich großzügig belohnt für die Suche der Minenarbeiter. Also wenn er wirklich 200 uns gegeben hat. Genau. Dann gehen wir mal ins Amphitheater, also da gegenüber, verkaufen das Kupfererz, dann noch ein paar Waffen und dann sind wir steinreich. Und dann geht's auf zum Palast. Endlich nähern wir uns dem Dogen und seiner, naja, seiner Machenschaften. Ja, am Anfang hat uns das Spiel mit Quests überhäuft und jetzt ist unser Questbuch so leer wie noch nie. Was? Genau, da können wir das Erz verkaufen. Ja, weil es jetzt nicht so viele uns gebracht hat, also die anderen Sachen haben uns viel mehr gebracht. Aber hey. Dann können wir hier noch ein paar Waffen verkaufen. Einmal das Langschwert, weil wir haben ja genug. Einmal den Plattenpanzer für, oha, nur 160. Ist ja nix. Genau, das kann man noch verkaufen. Die brauchen wir nicht. Und sonst haben wir eigentlich alles. Ja, dann können wir gleich zum nächsten Gondolier gehen und auf zum Arsenalbezirk. Weil in den Palast kann man nicht direkt gehen, weil da führt halt kein Wasser hoch. Weil er sehr weit oben ist. Deswegen kann man nicht direkt mit dem Gondolier dahin. Wuppa. Ui, ein Geistergondolier. Naja. Genau, da ist ja Kronos und da ist ein Gondolier. Hurra. Wie? Ich. Auf zum Arsenalbezirk. Dann können wir gleich mal den Aufzug nehmen, wobei, nee, hochlaufen will ich jetzt nicht. Oh. Hier sind jetzt Verdammte und nicht mehr Totenbeschwörer. Das ist jetzt interessant. Na, komm her. Oh doch, auch ein Totenbeschwörer. Der ziemlich schnell gestorben ist. Aber Victor hat endlich die Gefahr erkannt und, ja, lässt seine Schergen hier überall patrouillieren. Das wollte ich auch mal sagen, habe ich noch nicht im Let's Play gezeigt, werde ich vermutlich auch nicht zeigen, weil es ist so, nachts durchstreifen jetzt die Gassen auch die untoten Wesen, also die Verdammten. Nicht mal, also nicht immer, aber manchmal. Tja, Victor erkennt uns jetzt endlich als Gefahr an und schickt seine stärksten Diener. Naja.
Und ich habe das Kleid angezogen, weil ohne Kleid kommt man nicht in den Palast. Also, auf zum Palast. Oder in den Palast. Lady, ihr müsst zur portugiesischen Abordnung gehören. Aber wo ist eure Begleitung? Ihr solltet sofort den Truchsess aufsuchen. Bitte, tretet ein. Ja, Level 30 werden wir noch erreichen. Level 31 bin ich mir nicht so sicher. Genau, das Kleid können wir jetzt wieder ausziehen. Also wir können auch ohne, also mit dem alten Kleid oder mit den alten Rüstungsstücken wieder rein. Nur beim ersten Betreten braucht man dieses Kleidungsstück unbedingt. Und wir werden gleich begrüßt, hoffe ich. Ja, der Truchsess. Nicht von Gondor, von Venedig. Was trägst du da? Du gehörst wohl nicht zu denjenigen, die ich erwartet habe. Okay, ich hätte es vielleicht doch nicht ausziehen sollen. Du gehörst wohl zur portugiesischen Abordnung. Wir haben gehört, dass dein Schiff in einem Sturm zerstört worden ist. Ich habe überlebt, wie man sieht. Ja, und in vorzüglichem Zustand. Du weißt, was ich meine. Du bist der letzte der Abgesandten, die dem Dogen die Loyalität ihrer Länder versprechen wollen. Er bezahlt dich dafür gut mit Waffen und anderen Dingen. Auch wenn du dich frei im Palast bewegen darfst, so musst du einige Sachen erledigen, um mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin der Truchsess im Palast des Dogen. In diesem Gebäude geschieht nichts ohne mein Wissen. Wenn du bereit bist, mir deine Vertrauenswürdigkeit zu beweisen, sag es mir. Wie kann ich dein Vertrauen gewinnen? Ich muss sicher sein, dass in der Registratur der Stadt kein Eintrag über dich ist, der Aufschluss über schlimme Dinge gibt, die du oder Angehörige deiner Familie irgendwann verübt haben. Also geh bitte zum Stadtrat, der sich am nördlichen Ende des Gangs befindet, und bitte um eine entsprechende Bescheinigung. Dann suche Lucio auf, den Vorsteher der Palastwache. Wenn er dich nicht gleich in Ketten legt, ist das schon Beweis genug. Erzähle mir etwas über den Palast. Die unteren Stockwerke werden vom Personal, von der Wache und natürlich von unserem geschätzten Stadtrat genutzt. Die oberen Stockwerke stehen den Adligen zur Verfügung und führen zum Thronsaal. Auch im Garten können die Adligen nach Belieben Lust wandeln. Oh, und da ist dann noch der Kerker. Aber reden wir nicht über den. Ich komme später wieder. Genau, das heißt, wir müssen jetzt, ja, den Palast ein bisschen erkunden, dann zum Stadtrat gehen und dann die Vase hier kaputt machen, weil die mich so böse anschaut. Und zerstört. Genau, in den, da können wir noch nicht rein und, ein Schild, das müssen wir mal gleich lesen. Ja gut, das ist ja gerade so einladend, da müssen wir mal kurz Hallo sagen und aufbrechen. Ja, das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Nee, natürlich. Jawohl. Ich muss nur schauen, dass ich den Lektor nicht besiege, weil der geht nur mit der Mondklinge und das wäre ein bisschen blöd. Und den Gnadenstoß verpasst mit der Mondklinge, wie sie es gehört. Und da geht's wohin? Palastkerker. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Weder privat noch geschäftlich. Also, falls ihr versteht, was ich mit privat meine. Psst, Scarlett, ich bin's. Ulrich? Was? Na, ich bin jetzt ein Wachmann. Ich warte nur noch darauf, dass Lucio meine Uniform fertigstellt.
Aber keine Sorge, ich bin auf deiner Seite. Ich bin hergekommen, um dir zu helfen. Ich werde den Wachen erzählen, dass man dir vertrauen kann. Das wird dir sicher hilfreich sein. Wenn du mich brauchst, dann weißt du jetzt, wo du mich finden kannst. Was kann ich für... Also... Ja gut, bei Ulrich können wir alle Fähigkeiten lernen. Außer die hier. Die können wir nur bei Akbar lernen. Genau. Ist die Frage, was braucht man denn eigentlich? Nee. Nee. Ja gut, mit der Mondlinge müssen wir so oder so kämpfen. Ja, ist die Frage. Das würde ich gern machen. Das würde ich gern machen. Nee, das klingt auch nicht schlecht. Ja gut, aber um verlangsamen, das könnte sich schon lohnen, finde ich. Ansonsten, nee, wir kommen eh nochmal hierher, früher oder später. Das reicht. Wir sollten dann nochmal zu, wie heißt die, Aeris gehen? Genau, im inneren Bezirk, da müssen wir auch eh hin. Ja, nee, das ist schlecht. Mist. Ja gut, dann müssen wir doch ins Arsenalbezirk vorher gehen. Wenn wir noch ein paar Fähigkeiten uns aneignen wollen. Ja, das ist naja, mal schauen. Guten. Was willst du? Verzeihung, ich bin ziemlich beschäftigt. Jemand hat eine Lieferung Schwarzpulver in die Luft gejagt, die für den Dogen bestimmt war. Aber vielleicht ist es ja besser so. Ich bin Lucio, Hauptmann der Palastgarde und Verwalter des Waffen- und Rüstungslagers. Dein Gesicht kommt mir nicht bekannt vor, was eine gute Sache ist, denn die meisten, die ich kennenlerne, sind inzwischen tot oder im Palastkerker gelandet. Nun, dann wünsche ich dir einen angenehmen Aufenthalt in diesem heruntergekommenen Gemäuer, das einmal der Stolz Venedigs war. Ja, der ist ja optimistisch. Ja. Was? Also im Sinne von, wie Venedig in seiner Pracht erstrahlt. Genau, Speer. Ah, ja gut, braucht man nicht. 138, mit mal wie viel Schaden macht. Oh, wir haben noch eine bessere Waffe gefunden. Also ein Hammer. Ja. Was? Und zwar den Knochenbrecher mit, 16 mehr Schaden. Jawohl. Aber einen besseren Hammer gibt es wirklich nicht. Also das ist der beste. Wir haben jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, alle besten Waffen. Außer ein Schwert hätte es ein besseres gegeben, aber das... niemand hat gesehen, dass hier Naschzeug war. Es gab hier nie Naschzeug. Guten Tag. So, erstmal alle Kuchen stibitzen. So, genau. Genau, was wollte ich sagen? Wo sind wir hergekommen? Genau, da. Da geht's wohin? Vorzimmer? Nein. Genau, dann gehen wir mal da lang. Ja, das beste Schwert, das hätte nur 7 mehr Schaden gemacht wie unser derzeitiges Schwert, hätte man nur in der Gildenquest bekommen, wenn wir den unmoralischen Auftrag angenommen hätten. Was wir nicht gemacht haben. Eine schwere Entscheidung. Reden wir mal mit dem Stadtrat. Wir haben keine Zeit, mit Bürgern zu reden. Richtig, es steht zu viel Papierkram an. Neue Gesetze, alte Gesetze. Ich brauche eine Bescheinigung. Wer ist für die Annahme von Paragraph 3, Abschnitt 6? 3 dafür, 3 dagegen. Wie immer. Und im Falle eines Gleichstandes entscheidet der Doge. Ich brauche eine Bescheinigung für den Truchsess. So, der Truchsess also. Wieder Familienangelegenheiten. Das geht uns nichts an. Nimm dir einfach einen Schein vom Stapel dort unten. Was das Problem mit den Ratten angeht... Das ist so alt wie Venedig selbst. Richtig.
Kommt also auf Wiedervorlage. Seid ihr nicht vom Volk gewählt, um für das Volk zu arbeiten? Hör mal, Naseweiß. Dies ist eine wundervolle Stadt, in der alles möglich ist. Es gibt nicht den kleinsten Grund, sich zu beschweren. Und wenn du dich doch beschweren willst, dann füll bitte einen Antrag aus. Und jetzt lass uns bitte allein. Wir müssen uns um wichtige Angelegenheiten kümmern. Angelegenheiten, die einfache Leute wie dich betreffen. Ja, wir tun alles für die Leute. Ja, sie tun alles für die Leute, genau. Wenn sie immer mit 3 dagegen, 3 dafür stimmen und der Doge entscheidet, dann, ja, dann hat der Stadtrat eigentlich keine Funktion mehr. Das haben sie ja vor einer Minute selber behauptet. 3 dagegen, 3 dafür, wie immer. Ja, jetzt, oh nee, ich glaube, wenn ich die Quest beim Truchsess abgebe, muss ich nochmal kurz in den inneren Bezirk, weil ich will nicht spoilern, aber da wird sich dann was verändern. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann noch möglich ist, was ich will. Genau, deswegen werde ich dann zur Sicherheit... Ah, da geht's zur Küche, oder? Ah, keine Ahnung. Aber hier ist die letzte Statue. Ich habe ja mal angekündigt, dass es eigentlich 9 fahle Herzen gibt im Spiel und da ist der 9. Das heißt, falls man den geheimen Steindämon im Arsenalbezirk nicht findet, hätte man spätestens im Palast gefunden. Aber ich wollte ja nicht so lange warten mit der Quest, bis wir hier im Palast sind, sondern... Ja. Jawohl. Genau, wir geben denen die Quest beim Truchsess ab, aber die nächste Quest, die uns gibt, die machen wir noch nicht. Noch nicht. Wie kann ich dir helfen? Ich habe eine Nachricht. Oh, sehr schön. Danke. Du musst auch mit Lucio reden. Ich habe mit Lucio gesprochen. Und du läufst immer noch frei herum? Ein gutes Zeichen. Nun gut. Fühl dich im großartigen Palast des Dogen wie zu Hause. Und kommen wir nun zu etwas Ernstem. Verbündete unseres Dogen sind angegriffen worden. Ein afrikanischer Stamm, der eigentlich wie du dem Dogen Treue geschworen hat, wurde am Hafen attackiert. Wir wissen, dass die Schattenflügel damit zu tun hatten. Wir werden diesen Bastarden einen Besuch abstatten und sie für ihre Illoyalität bestrafen. Aber diese alten Gilden sind verräterisch. Wir brauchen jemanden, der ihr Vertrauen gewinnt und uns hinter ihrem Rücken einschleust. Du trägst ihr Abzeichen, aber ich glaube, ich muss deswegen nicht gleich vermuten, dass du damit zu tun hattest. Aber weil du Verbindungen zu ihnen besitzt, kannst du sicher unsere Wachen einschleusen. Dann werde ich deine Loyalität nicht mehr in Frage stellen. Oh, und natürlich solltest du ihnen keinesfalls irgendeinen Hinweis geben, der ihren Verdacht wecken könnte. Sonst wäre alles umsonst. Das gefällt mir nicht, aber ich werde die Wachen einschleusen. Das scheint mir genug zu sein. Wenn du bereit bist, unsere Wachen zum Versteck dieser Verschwörer zu führen, geh zu Lucio und sag es ihm. Ja, dann müssen wir unsere Gilde leider verraten. Also, egal wie man sich jetzt entschieden hat, man muss das machen. Man kommt da nicht dran vorbei. Und ja, deswegen gehen wir erstmal in den Arsenalbezirk, lernen noch ein paar Fähigkeiten, geben unsere Skillpunkte mal vollkommen aus, weil, ja gut, was wollen wir damit noch aufheben? Ich meine, alles Wichtige ist ja, kann man ja durchsehen. Haben wir schon quasi uns freigeschaltet, also auf Stufe 1 Niveau. Und das hier braucht man nicht, weil wenn wir das freischalten, dann gibt es ja so gut wie keine Gegner oder bedeutende Gegner, die man damit noch treffen könnte, sagen wir es mal so. Die Fähigkeit ist zwar OP, weil sie alles sofort killt, außer natürlich die untoten Fürsten, aber zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich kaum noch Gegner und ja. Deswegen lohnt sich die Fähigkeit, ja okay, theoretisch lohnt sie sich, aber hat keinen Verwendungszweck mehr. Deswegen ist lohnenswert eine andere Definition.
Gut, dann gehen wir zur Aeris, wie sie nochmal heißt, und lernen ein paar nekromantische Fähigkeiten und dann gehen wir wieder zurück in den Palast. Was? Ich möchte Nekromantie-Fähigkeiten erlernen. Das ist... Aber... Jupp. Das ist gut. Im Kampf gefallene Gegner werden wieder weckt. Habe ich noch nie verwendet, werde ich mal verwenden. Boah, Giftschleier. Kann man machen. Nee, das lohnt sich nicht, das ist viel zu schwach. Altert. Nö. Der Verlangsamer wird in die... das klingt eigentlich mal nicht schlecht. Kann man mal verwenden. Ah, die beiden wollte ich ja aufskillen. Genau, auf 3. Und den Rest würde ich sagen... Was? Ja, gut. Ich möchte das... Aber ich... ich weiß nicht, soll ich das machen? Ja, komm, mach mal einfach mal. Rabenblick haben wir jetzt gemacht. Werde ich dann im Palast mal zeigen. Ups, falsche Tür. Genau, das heißt, wir gehen in den Palast, verraten und dann unsere Gilden und dann geht's weiter. Also im Palast gibt es noch ein paar andere Quests außer der. Aber gut, damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.